Wir haben uns jetzt ausführlich mit dem Transformator beschäftigt und wir brauchen ihn bei vielen Anwendungen wie bei Hochspannungsleitungen oder Modelleisenbahnen, aber auch bei unseren Handyladegeräten. Ein Transformator hat aber auch einige Nachteile. Er ist sehr groß, er ist sehr schwer, man benötigt viel Material wie Kupfer und Eisen und dementsprechend ist er auch so teuer. Und er ist leider nicht so energieeffizient. Wenn wir, um Material und Kosten zu sparen, den Transformator kleiner bauen, wird leider auch unser Induktionseffekt schwächer. Wenn wir versuchen, diesen Verlust irgendwie auszugleichen, ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, die Frequenz zu erhöhen. Durch das Erhöhen der Frequenz wird somit ein stärkerer Induktionseffekt erzielt. Aber wie machen wir das? Dafür benötigen wir noch einige Bauteile, um unser Vorhaben zu verwirklichen. Fangen wir ganz am Anfang an, und zwar an der Steckdose. Erinnerst du dich noch, was für eine Spannung dort anliegt? Ja, genau, eine Wechselspannung. Das heißt, dass sich hier die Richtung der Spannung die ganze Zeit ändert, wie du hier auf dem Bild sehen kannst. Bei den meisten Steckdosen haben wir eine Wechselspannung von 230 Volt, die sich 50 Mal pro Sekunde ändert. Wir sagen dann, sie hat eine Frequenz von 50 Hertz. Um aber zum Beispiel unser Handy aufzuladen, brauchen wir nur eine Spannung von 5 Volt. Dafür sorgt jetzt unser Schaltnetzteil. Wir schließen das Schaltnetzteil also an eine hohe Wechselspannung an. Dann kommt unser erstes Bauteil. Es stellt die Grundlage für unseren benötigten, konstanten Gleichstrom dar. Dieses Bauteil heißt Diodenquartett. Das Diodenquartett funktioniert in unserer Schaltung wie eine Einbahnstraße. Dabei klappt es sozusagen immer die negativen Schwingungsteile, die unterhalb der X-Achse liegen, nach oben. So entsteht eine pulsierende Gleichspannung. Das Problem ist aber, dass die Spannung noch pulsiert und immer wieder auf Null geht. Und wir brauchen eigentlich eine konstante Gleichspannung. Dafür haben wir jetzt eine zweite Baugruppe, der sogenannte Glättungskondensator. Und der macht, wie der Name schon sagt, nichts anderes, als die ganzen Schwingungsanteile zu glätten, damit wir wieder unsere konstante Gleichspannung haben. Alles schön und gut soweit. Jetzt haben wir eine gleichmäßige Gleichspannung. Aber wir wollen doch eigentlich eine Wechselspannung, die ganz schnell ihre Polarität ändert, um unseren kleinen Transformator benutzen zu können. Aber wie bekommen wir das jetzt hin? Genau dafür haben wir noch eine dritte Baugruppe eingebaut. Und da ist der Transformator sogar schon mit drinne. Hier haben wir zwei verschiedene Stromkreise eingebaut, die jeweils eine Spulenhälfte enthalten. Die beiden Stromkreise sind über einen Schalter miteinander verbunden. So kann der Strom immer nur durch den einen der beiden Stromkreise fließen. Über den Eisenkern, magnetisch gekoppelt, ist eine zweite Spule, die hier grün gefärbt ist. Das ist die Sekundärspule des Transformators. Die Rolle der Primärspule teilen sich hier die rote und die blaue Spule. Also haben wir insgesamt auch einen Transformator. Aber wie funktioniert der jetzt? Wenn wir nun unsere Spannungsquelle anschalten, fängt der Strom an, durch den blauen Stromkreis zu fließen. Da sich beim Umlegen des Schalters ein elektrisches Feld aufbaut, haben wir hier also auch ein Magnetfeld, das sich ändert, wodurch eine Spannung in der Sekundärspule induziert wird. Durch ständiges Umlegen des Schalters fließt der Strom dann im Wechsel durch den blauen und den roten Stromkreis, wodurch wir ein sich ständig änderndes Magnetfeld haben und in der Sekundärspule dauerhaft eine Wechselspannung induziert wird. Aber wer hat Lust, die ganze Zeit per Hand den Schalter umzuklappen? Und das auch noch so schnell? Dafür gibt es sogenannte Transistoren. Das sind sozusagen Schalter, die durch ein kleines Steuersignal gesteuert werden und entscheiden, ob der Strom durchgelassen wird oder nicht, wodurch uns einiges an Arbeit erspart bleibt. So, und das war schon das ganze Geheimnis. Ganz schön gute Tricks, die da benutzt werden, oder? Damit schaffen wir es nämlich jetzt, die Richtung des Stroms, der durch den Transformator fließt, viel schneller zu ändern als vorher. Jetzt müssen wir nur noch einmal eine Gleichspannung aus der Wechselspannung machen und sind dann am Ziel. Und damit können wir das ganze Schaltnetzteil viel kleiner, leichter und günstiger bauen. Und dein Ladegerät passt ganz sicher in deine Hosentasche.